Michael Knorr. Ich bin zwar Psychotherapeut vom Beruf, habe eine psychologische Praxis, aber weil ja Psychologie sehr viel mit Kommunikation zusammenhängt, bin ich irgendwann bei den Bienen gelandet. Und heute erzähle ich was über die Bienen im Baumstamm. Ich bin ein sogenannter Bienenhüter. Hier habe ich jetzt einen Baumstamm in den Garten des Nachbarn gestellt. Die freuen sich sehr. Und wie man sehen kann, ist ein fleißiges Ein- und Ausfliegen. Was ihr in dem Film jetzt gleich sehen könnt, ist, wie die Bienen ausschwärmen, wie der Himmel fast schwarz ist, wie sie sich dann an eine Traube hängen, also um die Königin herum, und wie ich den Schwarm mitnehme und in eine solche neue Behausung einfüge. Dazwischen gibt es dann noch einige Bilder, wie 4, 5 Drohnen die Königin befruchten im Flug und wie die dann die Waben bauen. Hier werden also keine fertigen Rähmchen eingesetzt, sondern hier wird nur ein Stock eingesetzt. Ah, hier wollte man gerade gucken, wer ich bin. Ein Stock eingesetzt und an diesen Stöcken hängt dann die Wabe. Und in einem Bild könnt ihr sehen, wie die Waben wie so eine Art Leiter bauen. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie der Baum ausgehöhlt wird mit der Kettensäge und wie mit speziellem Werkzeug von unserem Schmied selbst angefertigt dieser Baumstamm ausgehöhlt wird. Und auf die Rückseite werden quasi die Einsetzblöcke herausgeschnitten. Und dann kann man die rausnehmen und hineinschauen in das Volk, wie es dem Volk geht. Aber natürlich will ich so wenig wie möglich da irgendwie die Bienen stören. Die Bienen in den normalen Bienenstöcken, in den Varree-Stöcken, die werde ich dann nur mit Thymol behandeln, mit sonst nichts. Und die sind jetzt schon 5 Jahre lang in diesen Bienenstöcken und die Milbe hat keinen großen Schaden zugefügt. Und hier, die werden gar nicht mit Thymol behandelt, aber die werden natürlich mehrmals im Jahr von mir geöffnet, um nachzuschauen, dass alles in Ordnung ist. So verlangt auch das Gesundheitsamt das. Also im Mai schwärmen Bienen, die natürlich nicht vom Imker behandelt werden, weil der tötet die neuen Königinnen bzw. führt ihnen spezielle Königinnen zu und verhindert das Schwärmen. Aber die Natürlichkeit der Bienen will einen Schwarm und damit wird ja auch nochmal die Varroa beeinflusst, also runtergeschraubt. Und im Mai geht es dann los und wie Sie sehen können, geht es da ziemlich viel los. Also das ist ein richtig großes Summen und Brummen. Ab und zu kommt mal eine Biene hier vorbeigeflogen und guckt, was ich hier so erzähle, ob ich auch wirklich harmlos bin und kein brauner Bär. Deshalb bin ich auch hell angezogen und nicht schwarz oder dunkel. Da denken die nämlich, ich bin ein Bär. Ja, und Mai ist dann die Hochzeit, auch die Hochzeit, aber die Hochzeit für das Bienenschwärmen. Und dann werde ich dann gerufen mit der Telefonnummer, meiner Handynummer und ich komme und hole dann die Bienen ab.
Ob die drin sitzt, weiß man jetzt nicht, ne? Das ist jetzt nur Wasser, oder? Ja. Ja, nur Wasser. Ciao, ciao. Ciao. Gleichfalls. Tschüss. Schauen wir mal in das Baumnest hinein. So schaut das aus. Hier vorne fliegen die dann ein und aus. Satyroso gaxitad edriarum koreas redivivis incitat hoc ignibus napeas. So, wir hören schon von beiden die Bienen, wie sie summen. Und hier ist der zweite Baumstamm. Wie geht's dir denn mit den Bienen in deinem Garten? Also es ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass so tolle Nachbarn wie ihr Bienen im Garten wollt und dann noch so ein tolles Kunstwerk. Ja, schön, die zu haben im Garten. Also seit ich die habe, gucke ich eigentlich jeden Morgen danach und das ist was Besonderes irgendwie. Ja. Und ansonsten merkt man sie eigentlich nicht. Also bist du auch nicht gestochen worden? Noch nicht. Nein, okay. Das habe ich auch schon genährt und völlig unaggressiv, gar kein Problem. Aha. Und wie hatten auch schon gegrillt. Ja. Kein Thema. Ah ja, da ist ja auch ein Grillplatz und ja, da ist eure Hütte und da unten Hühner und Gänse. Also mit ganz vielen Blumen ist es wirklich ein bienenfreundlicher Garten und du bist ein bienenfreundlicher Nachbar. Ja. Seit du die Bienen hast, haben wir versucht, hier bienenfreundlich auch anzupflanzen. Okay, es ist der Einfluss. Genau. Ja, vielen Dank, dass du da alles so gut hier organisiert hast. Naja, war nichts zu machen. Du bist ja gekommen, hast ihn aufgestellt, versorgst ihn, machst ja alles. Ja. Wir haben eigentlich nur den schönen Anblick und die Freude an den kleinen Biestern. Ja, und ihr habt auch die Birnbäume oder was ist das da hinten für ein Baum, der dann natürlich auch da mehr befruchtet wird und die Weinstöcke. So, ja. Alles aufgeforstet. Genau. Und du hast mir erzählt, du hast sie schon versucht zu zählen und sagst ihnen jeden Morgen alle einzeln guten Morgen. Das gelingt leider nicht. Seit ich weiß, wie viele das sind, habe ich das unterfangen. Aha. Jeden Tierchen, was wir bis jetzt immer so gemacht haben, unseren Tieren einen Namen zu geben, aha, sind wir jetzt gescheitert. Stimmt, die Hühner haben ja auch bei euch einen Namen. Ja. Okay. Jedes Hundert seinen Namen. Ja, also vielen Dank für deine bienenfreundliche Nachbarschaft. Gerne. Ich wünsche mir noch mehr solche Menschen wie dich. Jetzt sind wir da, wo keiner von uns war. Rastlos waren wir. Die Jahre hängen uns noch lange nach. Alles, was wir haben, das sind wir. Worauf wir warten, das ist hier.